Ich bin heute beim Hermann Geier in seinem wunderschönen Atelier. Ein Haus, was mitten in der Stadt steht, von dem eigentlich gar keiner so richtig was mitbekommt. Ja, total versteckt, ja. Offensichtlich versteckt. Mitten in der Stadt und versteckt. Hermann, stell dich mal bitte ganz kurz selber vor. Du bist Maler? Ja, ich bin Maler seit meiner Jugend. Ich habe angefangen mit Malen so mit 14 Jahren. Ja. Seitdem bin ich Autodidakt und habe mich eben Geburtsjahr 1957 durchgekämpft und habe die Malerei weiterentwickelt. Was heißt durchgekämpft? Naja, erstens hat man natürlich einfach formale Probleme, um genügend gut zu werden, ne, dass man ein gewisses Gewicht hat. Mhm. Also ich unterscheide zwischen Hobbymalerei und halt künstlerischer Malerei. Und zweitens natürlich auch die wirtschaftliche Seite. Es ist ja, ist ja nicht so, dass das jetzt übermäßig bezahlt wird. Das heißt, man muss dann auch irgendwie eine Finanzierungsmöglichkeit finden für die Arbeit. Beides ist mir auf einem relativ niedrigen, aber soliden Niveau gelungen. Also zumindest das Wirtschaftliche. Na gut, wenn ich das sehe. Es ist wirklich ein wunderschönes altes Haus, was hier steht, mitten in der Stadt. Ja. Und du bist zur Miete hier, so wie du gesagt hattest, aber schon seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ja, schon länger. Und wir hatten ja das Problem gehabt, dass wir erstmal Strom legen mussten, dass wir arbeiten konnten. Du hast ein wunderschönes Ambiente hier im Haus, ist alles sehr ruhig. Das Licht kommt rein, du arbeitest eigentlich auch nur mit dem Tageslicht. Wenn ich's, ja, gut, ich habe natürlich auch noch Lampen oder so, also LED-Lampen, die mit Akkus betrieben werden können, aber im Großen und Ganzen benutze ich das Tageslicht, ja. Du bist ja einer der wenigen deiner Zunft hier in Plauen. Viele sind gar nicht mehr übrig geblieben, wenn ich mal überlege. Ich bin eigentlich der letzte professionelle Maler hier in Plauen. Was natürlich ein bisschen bedauerlich ist, weil über die Zeit gab es mehrere. Gerade so um die Jahrhundertwende, soweit ich mich erinnere, waren es 10 gute Maler mindestens. Bis hin zu Professoren, die mit Dresden und München kooperiert haben. Das ging dann bis nach dem Krieg, wo immer noch ein paar gute Leute da waren. Der letzte Profi-Maler vor mir war der Rolf Andiel, den vielleicht einige kennen. Und jetzt bin nur noch ich übrig, bin als professioneller Maler. Ja. Hobby-Maler gibt es natürlich mehrere. Gut, wir haben in der Stadt, die Stadtentwicklung, wenn man es mal so nimmt, hat sich ja auch von der Malerei ein bisschen verabschiedet, wenn man es mal so sagen kann, oder? Es scheint auch eine richtige Art Absicht dahinter zu stecken, das möglichst zurückzufahren. Glaubst du das? Ja, es sieht ja alles ein bisschen wie so eine Dekultivierung aus, ja. Wie ist da für dich das Arbeiten, wenn du gerade jetzt in einer Stadt wie Plauen, die eigentlich, wenn man mal so sieht, es hat sich in Plauen vieles zurückentwickelt. Mhm. Na, also die Wirtschaft hat sich zurückentwickelt, es hat nach der Wende hat sich das alles komplett neu aufgestellt. Und mittlerweile sind wir ja an so einem Digitalisierungs... Wie nennt man das eigentlich? Die Digitalisierung ergreift alles. Ja, ja. Ich nenne es für mich eine technoide Überfremdung, die über der eigentlichen Kultur liegt wie eine Art Klammer, wie eine Art Fessel. Das ist natürlich eine gefährliche Falle. Warum? Weil sie die Menschen ablenkt, eben ins Technoide. Der Mensch ist eben nicht technoid. Ich denke, es sind Kontrolltechniken, Kontrollabsichten, die dahinter stecken. Welchen Einfluss hat das auf deine Arbeit in der Malerei? Beschäftigst du dich innerhalb der Malerei damit? Formal gesehen ja. Ganz einfach, weil die Formen, die ich erzeuge, gewissermaßen antitechnoid sind. Schön gesagt. Es ist jetzt nicht offensichtlich, aber natürlich ist eine Art Widerstand gegen diese Überfremdung da. Muss einfach sein, weil es ja Lebensinteresse ist. Also jeder, der überleben will, sollte sich gegen die technoide Überfremdung schützen oder verwahren. Das ist so, also die Technologie hat immer zwei Seiten. Zum einen kann sie sehr nutzbar sein oder nützlich sein. Ja. Man kann sie sich nutzbar machen für seine weitere, für seinen Beruf, auch für die Kunst kann man mit der Technologie auch Gutes machen. Aber in der Malerei, das ist halt so eine Sache, wo man sagt, wie soll man da damit umgehen? Aber du hast so diesen, ich merke, du hast diesen allgemeinen Blick auf die Gesellschaft. Ich glaube, dieser Rahmen ist wichtig. Ja. Also der Bezug zur Gemeinschaft, des Einzelnen zur Gemeinschaft, ist ein wesentliches Element. Und es ist eben nicht so, dass die Subjektivität und der Individualismus der übertriebene das Ziel der Entwicklung ist oder des Lebens. Das führt in die Sackgasse, eben in die Vereinzelung und in die destruktiven Zustände, die wir jetzt erleben.
Aber die Verbindung von beiden, die Zuarbeiten von beiden aufeinander zu, die Verbindung, das ist das Wesentliche. Und das versuche ich natürlich auch in meiner Malerei zu realisieren, mittels meiner Malerei. Ja. Und die Wirkung, gerade der digitalen Entwicklung, die ja zum Beispiel auch in der Malerei Einzug gehalten, ist gefährlich, weil es eine Art Falle ist, eine Seelenfalle. Ne, weil man glaubt, das, was man eigentlich aus den eigenen Kräften heraus erzeugt, mittels Technologie erzeugen könnte. Und das ist eine Verführung. Und hier wird es gefährlich. Also ist so das Thema, das beschäftigt dich enorm, denke ich mal. Weil es eine Lebensfrage, Überlebensfrage ist. Für alle und jeden, nicht nur für mich. Warum eine Überlebensfrage? Wer sich der Digitalisierung, der Technologie hingibt, ja, im Sinne von Zielstellung, nicht von Instrumentierung, erliegt ihr, ne? Hat keine Chance zum Überleben, geistig nicht und dann auch biologisch nicht. Das ist schon, also diese Gedankenwelt ist natürlich schon sehr, sehr wir haben es jeden konkret, sage ich mal. Ja, wir haben es jeden Tag vor der Nase und wir erleben es selber auch. Auch jetzt sind wir eingekesselt hier. Es geht schon los, das Wort wird bekannt sein, Elektrosmog. Mhm. Wir sind jetzt alle stark belastet mit diesem Elektrosmog. Das wird einfach unterschätzt. Ne? Also ich sage es jetzt mal so, soweit ich mich da eingearbeite, wie ich es auch spüren kann, dass es direkt einen Stoffwechsel beeinträchtigt, der Elektrosmog, und eben zum, ich sage es mal so, Ableben führt. Das heißt, wer Leben überleben will, sollte da einfach irgendwie, ne, sich kundig machen und Alternativen entwickeln. Du bist ja gerade, was das angeht, also darf man es mal erwähnen da dabei, du bist ja jemand, der zum Beispiel in der Syrer badet. Ja, klar. Also möglichst einfach, das ist eine Erfahrung für mich, möglichst einfache, naturnahe Lebensstrukturen entwickeln. Das hatte ich zumindest bei mir bestätigt. Das machst du schon seit wie vielen Jahren? Ja. Also mittlerweile die Hälfte meines Lebens. Also ich bin schon immer in diese Richtung marschiert. Und, und nachdem ich bemerkt habe, dass es nicht das Alter an mir nagt, umso konsequenter bin ich geworden bei der Geschichte. Mhm. Und dabei hat mir auch, um zum Thema zurückzukommen, die Malerei geholfen. Weil diese Formerzeugung immer wieder zur inneren Klarheit aufruft. Innere Klarheit, das ist natürlich... Ja klar, weil ich kann ja nur klare Formen erzeugen, wenn ich innerlich Klarheit habe, diese Wechselbeziehung. Und dadurch steigert sich dieser Prozess und man kommt also jedenfalls für mich zu befriedigenden Lösungen. Was würdest du jetzt eigentlich jungen Leuten auf den Weg geben, die sich für Malerei begeistern oder begeistern wollen? Zunächst erstmal muss man grundsätzlich anfangen. Der Mensch ist ein Kulturwesen, ist kein Technologiewesen, auch kein Verwaltungswesen und auch kein was weiß ich, sondern ist ein Kulturwesen. Das heißt, der Mensch verliert sein Menschliches, wenn er nicht Kulturwesen ist, im Sinne von kulturtätig oder kulturnutzend. Man kann sie auch passiv nutzen. Also zum Beispiel, Kulturtätigkeiten sind Tanz, Gesang, freie Rede, Malerei. Also es gibt mehrere Möglichkeiten, sein Menschliches zum Ausdruck zu bringen. Also sind wir wieder bei dem alten Spruch, die Kunst ist auch ein Medium, um sich mit seinem Umfeld zu beschäftigen eigentlich und auch zu entwickeln in diesem Umfeld. Es ist nicht nur ein Medium, sich zu beschäftigen, sondern sich selber als Mensch zu bestätigen. Ja. Nicht zu betätigen, sondern zu bestätigen. Ne? Und wenn man in relativ intakte Gesellschaften schaut, wird man sehen, dass dort die Kulturtätigkeit, Gesang, Tanz, Malerei, vorrangig sind. Alles andere ist sekundär, also anders als bei uns. Wir sind in einer technologischen Sphäre und dort hat sich das umgedreht. Die Kulturtätigkeit des Menschen wird sekundär behandelt als nachrangig. Und das führt natürlich zum generellen Exitus. Wie würde es deiner Meinung nach besser gehen? Oder hast du einen Ansatz, wo man sagen könnte, man könnte das vielleicht anders gestalten? Wir sind jetzt gerade in einer großen Umformung, weil wir jetzt an der Kippe stehen. Die ganze Menschheit steht an der Kippe. Die Kontrolleure versuchen, die Welt zu retten, indem sie noch mehr kontrollieren. Und vor allen Dingen technologisch kontrollieren. Ja. Die Digitalisierung, die kennt jeder. Wir sind alle mit vielen Nummern versehen, die irgendwo dann nicht zur Kontrolle genutzt werden. Und die Gegenbewegung ist die Befreiung des Menschen aus dieser Klammer. Und nur die Gegenbewegung hat eine Chance. Und die entsteht aus dem individuellen
Überlebenswillen des Einzelnen. Ne, erst dann, wenn der einzelne Mensch sich berührt fühlt, auch in dem Sinne, dass er merkt, wenn ich es nicht mache, habe ich keine Zukunft, keine lebenswürdige Zukunft. Und aus diesem Punkt, das passiert jetzt gerade, bin ich überzeugt, ändert sich die Welt. Ne, die Welt, bin ich überzeugt, wird jetzt gerade befreit. Ich hatte immer bei dem Gedanken gehabt, wenn man gerade jetzt Ausstellungen besucht, wenn es einem gelingt, eine Ausstellung mal wahrnehmen zu können. Es gibt ja relativ wenig Ausstellungen hier, wo man sagen kann, okay, man kann regelmäßig hingehen, kann sich Bilder anschauen, mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Und es wird natürlich schon, das ist so eine, ich nenne es immer so ein bisschen kultureller Verfall, dass man sich halt wirklich trifft, ob das jetzt die Malerei angeht oder ob das auch selbst bei Musik ist, es sehr, sehr rückläufig geworden. Dann sagt, die Spielstätten sind weggebrochen. Es gibt immer weniger Spielstätten für Musik. Die wenigen Spielstätten, die da sind, die werden schon genutzt, teilweise aber auch, wo man sagt, okay, was kommt jetzt mal Neues nach? Gibt es Nachwuchs, der auch gefördert wird? Ja. Das ist auch eine Frage der Förderung. Und wenn es nicht gefördert wird oder wenn die Gesellschaft sich nicht darum bemüht, das aufrechtzuerhalten, zum Aufblühen zu bringen, wird schwierig. Genau, jetzt, du beschreibst, was ich meine, mit deinen Worten. Ja. Und das ist natürlich, jeder empfindet das natürlich anders. Die einen sagen einfach, naja, es ist so. Die Leute ziehen sich zurück in diese digitale Welt, also schauen Musik ist belanglos geworden teilweise, es gibt keine Schallplatten mehr, es gibt keine, mittlerweile keine CDs mehr, sondern jetzt ist alles in einem Datenozean, aus dem man sich mal ein Bruchstück rausholt, aber man interessiert sich gar nicht mehr so sehr für das, was die Leute wollen. Das muss halt irgendwie gefällig klingen. Mittlerweile klingt alles fast ein bisschen gleich. Aber diese Vielfalt ist verloren und das ist in der Malerei natürlich auch ein entscheidendes Thema. Mhm. Ich kenne aber auch durchaus wirklich viele, die in der Malerei versuchen, wirklich sich mit der Gesellschaft auseinanderzusetzen. Mhm. Wenn ich deine Bilder angucke, denke ich immer, du bist zurückgezogen in deiner wirklich interessanten Welt. Mhm. Weil du malst sehr, erstmal schon im Detail sehr gut. Mhm. Und dann, ich hatte ein Bild gesehen, wenn du zum Beispiel Naturbilder malst, also war ich überrascht. Mhm. Ich sag, das ist so eine ganz eigene Art. Du porträtierst viele Leute und hast auch so diese, oder wie machst du das, diese Gedankensprünge in deine Bilder hinein zu versetzen? Ja, das Wesentliche an der Kunst ist die Form, das ist nicht der Inhalt. Das Narrative ist eine Art Zugabe, einfach weil man gewohnt ist, irgendwas zu erkennen oder so. Ne? Aber das Wesentliche, und in der Musik, du bist der Musiker, was das auch erkannt haben, oder zumindest in vielen, ist die Form. Mhm. Ja, die Form selber ist die Botschaft. Ja. Und zum Beispiel, vereinfacht gesagt, habe ich eine klare Form auf meinen Bildern, dann wirkt die Klarheit auf den Betrachter zurück. Das ist ein wechselseitiges Verhältnis und befähigt ihn, selbst klar zu werden. Ja. Na, so läuft das. Also es geht nicht unbedingt darüber, dass ich da irgendwas mal eine Blume oder eine Landschaft oder so, die ich auch schön finde, ne? Weil man ganz einfach in so einer Lebenssphäre sich befindet. Aber das Wesentliche ist, wie es gemacht wird. Wenn du von Sphäre redest, ne? So verschiedene Sphären, wie ist die Empfindung in der Malerei? Also ich würde es gerne mal dem Zuschauer mal vermitteln wollen, wenn jetzt gerade jemand wie du, der sehr spartanisch lebt, auch sehr ausgewogen, also wenn ich mitbekomme, dir fehlt es an gar nichts. Mhm. Im Gegenteil, du machst eigentlich, immer wenn wir uns sehen, das erfreut mich, wenn wir uns auf der Straße sehen, wenn ich sehe, der Hermann kommt gerade und du bist eigentlich immer ein sehr ruhender Mensch, sehr ausgeglichen und mit einem unglaublich klaren Blick in die Gesellschaft hinein. Ist das durch die Malerei oder ist das durch... Das ist dieser Formungsprozess, der sich nicht nur auf die Malerei bezieht, sondern auch auf mich selber. Ich nenne es Kultivierung. Also jeder Mensch, jeder individuelle Mensch ist eigentlich aufgerufen zur Kultivierung. Im Sinne von geistiger Klarheit und im Sinne von Gemeinschaft, Lebenserhalt. Also im Sinne von Idealen, sagen wir es gleich mal so. Also jeder Mensch kann sich kultivieren, indem er den Idealen folgt, die es einfach gibt. Also Ideal müssen wir jetzt nicht weiter drüber reden. Und wir haben auch eine Gegenbewegung, die das genau verneint. Je unidealer, desto besser. Je unidealer. Ne? Also diese Gegenbewegung gibt es und das ist eine destruktive Bewegung. Die führt eben zur Zerstörung des Menschen und des Menschlichen. In der Beschreibung der Bilder, die Beschreibung der Bilder ist ja immer so, dass man sagt, muss man unbedingt
jedem Bild einen Namen geben. Wie würdest du das, ist dieser Prozess für dich, dass du arbeitest, dass du mit einem klaren Gedanke rangehst, was du umsetzen möchtest, oder ist für dich eigentlich Malerei, dass du sagst, okay, mir geht das durch den Kopf, das male ich, oder bist du eher der, der sagt, ich habe einen Plan, das einzufangen, oder dieses Feedback zwischen Maler und Malerei? Ja, es gibt ja extreme Positionen, ne, von übernarrativ bis hin zu völlig verzichten auf Narrativ, die konstruktive Malerei. Alle haben irgendwo eine Berechtigung und hängt auch immer mit dem Typ des Malers zusammen, also Charakter und so weiter, ne, wonach jemand strebt. Ich bin mehr so der ausgeglichene, der Moderate. Ich für mich habe bemerkt, dass extreme Positionen auf der Dauer nicht haltbar sind. Sondern genauso wie im Leben braucht es immer einen Ausgleich. Und obwohl ich das Narrative als sekundär ansehe, ist es doch wichtig. Also zum Beispiel ein schönes Porträt, ein schönes Gesicht ist eben auch so schön, ohne klare Malerei. Mhm. Ne, also, ne, das beides ergänzt sich dann. Und die Ausgangspunkte bei der Ideenfindung sind verschieden. Das kann ein Wort sein, das kann eine schöne Farbstimmung sein. Ne, das ist dann verschieden. Und meistens ist es auch so, dass es dann in schon vorhandene Bilder einfließt, solche momentanen Inspirationen. Ja. Also das fließt alles zusammen. Es ist also nicht so, dass ich jetzt thematisch sage, ich mache jetzt ein Bild zum Bauernkrieg oder so, ja, wie der Dübke, sondern ich habe Einzelinspirationen, die dann reinfließen. Und mein Hauptanliegen ist eben die formale, ich nenne es jetzt mal so, die formale Durchdringung. Das begeistert mich, wenn eine Arbeit möglichst klar durchgeformt ist. Wobei mit Durchformen jetzt nicht klare Formen gemeint sind, sondern eine konsequente Durchformung. Ne? Und ja, da hat jeder Maler seine eigenen Arten, und das ist gerade wieder das, was begeistert. Also es gibt ja viele Porträtmaler, und es begeistert immer wieder, wie hat er es gemacht, das ist immer wieder bei der Form. Ja. Ne? Dieses Wie ist das Entscheidende. Ne? Bäume, jeder malt halt seinen Baum, aber wie hat er es gemacht? Ne? Das ist das Spannende. Also eigentlich, ich habe ja Porträts gesehen, an denen du arbeitest, wo ich also von einer Person mehrere Porträts, wo du sagst, es ist jetzt gerade mal diese Phase oder jene Phase. Oder wie entscheidest du dich am Ende dafür? Oder mal nur, dass man es mal versucht, mal anzusprechen. Für dich ist jetzt jemand, den du porträtierst, beobachtest du ihn oder hast du... Meistens sind es Personen, mit denen ich länger Umgang schon habe, die ich also schon insgeheim beobachten konnte, observieren konnte. Ja. Und dann entwickelt sich sowas spontan, weil auch die Bereitschaft des Porträtierten, die innerliche Bereitschaft da sein muss. Und dann ergeben sich meistens oder öfter so Ruhephasen, wo man, ach, jetzt geht's, und dann lege ich los und da verlasse ich mich auf den Moment. Und da bin ich relativ anspruchslos, ne? ein ordentliches Licht. Und er muss halt, also das Modell muss sich ein Stückchen stille halten können, und dann lege ich los. Und daraus entwickelt sich dann eventuell, entwickelt sich eventuell dann Varianten. Aber das überlasse ich dann dem Arbeitsprozess. Das ist interessant. Also man möchte es ja fast mal erleben wollen. Also, bist herzlich eingeladen. Oh, danke. Ja. Gut, das können wir mal probieren. Ja klar, wir wollen ja dich mal malen, oder wir werden dich malen. Ne? Und dann wirst du es erleben, so habe ich es gemeint. Das ist natürlich, bin ich mal gespannt. Also das wär schon mal ein Ding für sich. Aber dieses Gefühl der Bereitschaft dafür entsteht jetzt dadurch, dass du dich für mich interessierst. Ne, und für die ganze Sphäre, und jetzt findest du das interessant, und jetzt entwickelt sich bei dir, ach ja, man könnte sich ja mal hinsetzen. Ne? Also haben wir es wieder, das heißt Kultur letzten Endes. Ja, genau. Ja, das verbindet die Menschen. Eine ganz wichtige Geschichte bei der Kultur ist nicht die Angst. Ne? Jetzt ist die Angst der Motor der Gesellschaft. Sie wird auch gezielt, siehe Corona, induziert. Sondern die Begeisterung, ne, ist in der Kunst wesentlich. Sich für was begeistert, dann ist das, was er macht, begeistert. Ne, also ja, das kenne ich ja noch von mir, also wo ich angefangen habe, Gitarre zu spielen. Ne, ohne Begeisterung. Es gibt ein so zündendes Erlebnis, und dann nach diesem Erlebnis fängst du einfach an, und dann geht dieser Prozess los, wo du sagst, du willst du nicht mehr aufhören. Das ist, ohne ist Begeisterung ist das nicht möglich. Und mit der Begeisterung sind auch diese Hürden und Erschwernisse spannend und schön. Ohne Begeisterung ist alles Sklaverei und Elend und unwürdig eben. Ne? So einfach ist es. Du, pass auf, da bedanke ich mich jetzt erstmal für das kurze Gespräch mit dir. War sehr interessant.
ich würde mal so sagen, okay, ich nehme das Angebot mal dankend an. Und wenn wir dann ein Bild fertig haben, würde ich dich gerne nochmal interviewen wollen. Und dann reden wir mal über das Bild. Können wir Rechenschaft ablegen. Ganz herzlichen Dank. Ja. War gar nicht so einfach, nämlich den Hammann vor die Kamera zu bekommen. Ich bedanke mich. Jahre gedauert. Ja, die Zeit reift halt, also, ne? Alles zu seiner Zeit. Ich bedanke mich ebenfalls und hoffe auf weitere gute Zusammenarbeit. Danke und auch für dich viel, viel Erfolg. Gut. Tschüss. Tschüss.